Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Agrartechnik HD. In den letzten Monaten wurde in den Medien viel über das Thema Waldsterben berichtet. Auch wir möchten euch dieses Thema und vor allem die großen und hochtechnisierten Forstmaschinen, die für eine schnelle und schonende Holzernte verantwortlich sind, näher bringen. Um euch für dieses Thema einen besseren Einblick geben zu können, haben wir die Forstunternehmen Pfau mit Sitz in Mauden bei Siegen sowie die Firma Weiß aus dem Raum Kaiserslautern bei der Arbeit im Wald begleitet. Doch warum wurden in den letzten Monaten so viele Bäume, vornehmlich großgewachsene Fichten, aus Deutschlands Wäldern gefällt? Der wiederholt viel zu warme und zu trockene Sommer sorgte für besonderen Stress in unseren Wäldern. Durch die zu geringen Niederschlagsmengen war es insbesondere für unsere heimischen Fichten nicht möglich, genügend eigenes Harz zu produzieren, um den Buchdrucker, besser bekannt als Borkenkäfer, abzuhalten. Gefilmt haben wir die beiden Forstunternehmen im Spätsommer 2019 im Stadtwald Bad Honnef in der Nähe von Bonn. Seit Anfang Juli ist Marcel Weiß mit seinem Komatsu 931 XC hier im Einsatz. Dieser Komatsu ist nur einer von insgesamt drei Harvestern, die das Unternehmen Weiß aktuell im Kampf gegen den Borkenkäfer einsetzt. Um die Ausbreitung des Borkenkäfers weiter einzudämmen, müssen alleine auf dieser Fläche ca. 6000 Fichten gefällt werden. Wie ihr seht, wurden schon viele Bäume dem Wald entnommen. Bis Oktober fielen bereits einige tausend Fichten. Dies hinterlässt natürlich Spuren im Wald. Die vielen kahlen Stellen in deutschen Wäldern wachsen und zeigen uns unmittelbar die Dringlichkeit, etwas gegen die Ausbreitung des Borkenkäfers zu unternehmen. Das Forstamt schätzt, dass insgesamt ca. 20.000 Bäume in diesem Stadtwald gefällt werden müssen. Dank Marcells geschultem Auge und dem modernen Harvester fallen die Bäume hier im Sekundentakt. An guten Tagen erntet Marcel mit der 259 PS starken Forstmaschine mehrere hundert Festmeter Holz, wobei ein Festmeter etwa einem Baum entspricht. Der Harvester ist mit einem 10 Meter langen Kran ausgestattet und wird von 8 26,5 Zoll großen Reifen angetrieben, um möglichst wenig Druck auf den sensiblen Waldboden auszuüben. Trotz seiner enormen Größe und den 22 Tonnen Einsatzgewichts verursacht der Komatsu 931 XC nur geringe Schäden am Waldboden. Zudem wurden für die Arbeiten extra Rückegassen angelegt, die auch für den Transport der gefällten Bäume genutzt werden. Da die Fichten in Seekontainer verladen werden, sägt das Harvester-Aggregat Komatsu S132 die Stämme automatisch auf eine Länge von 11,8 Metern. Mit einer Vorschubgeschwindigkeit von bis zu 5 Metern pro Sekunde hat Marcel den Stamm in kürzester Zeit zerlegt. Übrig bleiben dabei kleinere Stämme, die gesondert neben den Rückegassen gestapelt werden. Dazu aber später mehr. Der Harvester speichert nicht nur die Länge und den Durchmesser der gefällten Bäume, sondern auch den genauen Standort der Forstmaschine und schickt diese via Datenverbindung an das Büro des Forstbetriebs. Hier werden die Daten für die Abrechnung verarbeitet und ausgewertet. Dadurch entfällt das Mitzählen der Stämme und Marcel kann sich voll und ganz auf die Arbeit mit dem Harvester konzentrieren. Sobald der Harvester mehrere Bäume gefällt hat, kommt der Rückezug, auch Forwarder genannt, zum Einsatz, der die langen Stämme zum nächstgelegenen Waldweg transportiert.
In diesem Fall kommt hierfür ein Ponce Buffalo vom Forstunternehmen Pfau zum Einsatz. Ausgestattet mit einer Klemmbank kann der Buffalo ca. 12 Langholzstämme laden. Durch die langjährige Erfahrung weiß Fahrer Max, an welcher Stelle er den Stamm greifen muss, um ihn schnell auf die Klemmbank zu befördern. Nachdem die Stämme mit dem ca. 10 Meter langen Kran verladen wurden, kann der Rückezug zeigen, welche Leistung in ihm steckt. Doch zuvor klemmt er mit zwei Hydraulikzylindern die Stämme in der Klemmbank ein, um das Gewicht von über 5 Tonnen je nach Feuchtigkeit des Holzes zu sichern. Mit seinen knapp 300 PS fährt er das Langholz zum nächstgelegenen Waldweg. Auch er nutzt hierfür die Rückegassen, um die Schäden am Waldboden so gering wie möglich zu halten. Am Waldweg angekommen werden die Fichtenstämme abgelegt und gestapelt, auch Poltern genannt. Von hier aus werden sie auf LKW mit Langholztrailern verladen, um die mit dem Borkenkäfer befallenen Fichten schnellstmöglich aus dem Wald zu transportieren und so ein Übergreifen auf andere Bäume zu verhindern. Im November haben wir das Forstunternehmen Weiß erneut besucht, denn eine Frage blieb offen. Was passiert mit den kurzen Fichtenstämmen, die im Wald verblieben sind? Um dies zu klären, haben wir uns früh morgens auf den Weg zu einem anderen Waldstück nahe Bonn gemacht. Auch hier mussten in den letzten Wochen tausende Fichten gefällt werden. Noch im Nebel versteckt haben wir einen von drei Rückezügen aus dem Fuhrpark von Weiß gefunden. Ein Rottne F13 mit einer Motorleistung von 220 PS. Am Steuer sitzt Mitarbeiter Vasile, der seit mehreren Wochen das Kurzholz in dieser Gegend rückt. Hochkonzentriert steuert er mit zwei Joysticks den Kran und gleichzeitig den Antrieb der Forstmaschine. Dank der 8 angetriebenen Räder ist er mit einem Gesamtgewicht von ca. 30 Tonnen auch am Hang sicher und bodenschonend unterwegs. Liegen etwa 15 Festmeter Kurzholz auf der Ladefläche, macht sich Vasile auf den Rückweg zum nächsten Waldweg. Hier poltert er die ca. 4 Meter langen Stämme. Wenige hundert Meter entfernt ist auch wieder ein Harvester von Weiß im Einsatz. Dieses Mal der Komatsu 951, einer der größten Harvester am Markt mit knapp 300 PS. Diesen steuert Mitarbeiter Konstantin. Ausgestattet mit Ketten auf der vorderen Bogie-Achse kann er sich auch am Hang ohne Probleme fortbewegen. Wird es für die knapp 23 Tonnen schwere Forstmaschine dennoch zu steil, hilft die am Fahrzeugheck angebrachte Traktionswinde vom Hersteller Ritter. Nachdem das Seil an einem Baumstumpf befestigt und gespannt ist, geht es bergab. Mit der Winde kann der Harvester Gefälle von ca. 40 Grad bewältigen.
Weiß setzt den größeren Komatsu Harvester besonders in Hanglagen ein, denn hier wird viel Leistung von der Maschine abverlangt. Hinzu kommt, dass es sich bei diesen Fichten überwiegend um Starkholz handelt, bei dem das große Komatsu C144 Harvester-Aggregat zeigen kann, welche Schlagkraft in ihm steckt. Mit einem Felldurchmesser von bis zu 75 cm sind die großen Fichtenstämme kein Problem für Konstantin. Er steuert den größten Harvester aus dem Fuhrpark von Weiß mit zwei Joysticks. Per Tastendruck wählt er die abgespeicherte Länge, auf die der Stamm je nach Holzqualität geschnitten werden soll. Stellt er fest, dass der Stamm faul oder brüchig ist, kann er schnell reagieren und sägt das Holz in kürzere Stücke, je nach Kundenwunsch. Alle Daten und die aktuelle Position des Harvester-Aggregats kann Konstantin auf dem großen Display des Harvesters ablesen. Neben den beiden Forstmaschinen ist auch ein Ponze-Elk-Rückezug vor Ort, der im Stadtwald Bad Honnef die Fichten rückt. Diesen steuert Mitarbeiter Daniel. Nachdem er in den letzten Tagen das Kurzholz mit dem Rungenkorb gerückt hat, hat er in kürzester Zeit eine Klemmbank auf dem Rungenträger des Ponze-Elk montiert. Aufgrund der hohen Niederschlagsmenge im Herbst 2019 lassen sich Fahrspuren auf den Rückegassen nicht vollständig vermeiden. Da jedoch die Gassen erhalten bleiben sollen, um zum Beispiel kranke Bäume dem neu aufgeforsteten Wald entnehmen zu können, sollen hier keine Bäume gepflanzt werden. Sobald das geschlagene Holz am Waldweg gepoltert wurde, wird der Großteil davon in 40-Fuß-Container verladen, um es in Länder wie China zu exportieren. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum das Holz nicht in Deutschland genutzt und weiterverarbeitet wird. Das liegt daran, dass in ganz Deutschland eine ähnlich katastrophale Situation herrscht wie in Bad Honnef und dadurch ein Überangebot an Holz besteht. Das hat zur Folge, dass die Holzpreise stark gesunken sind und die heimischen Sägewerke die Massen an Fichtenholz nicht mehr verarbeiten können. Wir sind gespannt, ob sich die Lage der deutschen Wälder in den kommenden Monaten beruhigt und der Borkenkäfer weiter eingedämmt werden kann. Zum Schluss würden wir gerne von euch wissen, ob in den Wäldern in eurer Gegend eine ähnlich brisante Lage herrscht. Schreibt uns in die Kommentare, wie bei euch die Situation ist. Hiermit endet unsere kleine Reportage über die Ernte von befallenen Fichten in einem Waldstück ganz in unserer Nähe. Abonniert am besten jetzt gleich unseren YouTube-Channel, um keine Videos mehr aus den Bereichen Forst und Landwirtschaft zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Like und einen Kommentar. Vielen Dank und bis bald!